Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir spielen hier Cat Mario. Ja. Oh. Shit. Hast du irgendeinen FPS-Lag gemerkt? Das, ja. Das Spiel ist halt schon ziemlich hart. Das Spiel ist schon, also die Mara von Crysis hat gemeint, dass es wahrscheinlich auf keinem PC laufen wird, aber wir haben es zum Laufen gebracht. Weiß keiner so. Ja klar, es kommt einfach eine verschissene Robbe aus dem Ding. Oh Gott. Timothy? Ja, was ist das? Alter. Timothy. Naja. Wie die Katze sich so bewegt. Ich glaube, hier passiert jetzt irgendwas ganz Ekelhaftes. It's David Brown. Ja, ich hab's gewusst, da passiert irgendwas Ekelhaftes, ey. Ich bin vorhin extra Probe gesprungen. Fick, wir haben noch ein Leben. Okay, ich werde jetzt einfach durchrennen, scheiß mal auf die Gegend. Ich glaube, hier passiert gleich was ganz Unangenehmes. Ich werde mal hochspringen. Boah. Oh. Nein. Oh, da bin ich behindert, das gibt's doch nicht. Okay. Das ist so eine nette Abwechslung, ein bisschen neben Outlast. Nehmen wir Outlast hier mal so ein paar schöne Durchdrehmomente. Lächerlich, das Spiel ist so einfach. Wisst ihr, ein guter Kumpel von uns hat uns angeschrieben, vielleicht kennt ihr ihn, so ein kleiner PewDiePie. Der hat gemeint, wir sollen da mal ran, weil er hat gesagt, das ist irgendwie lustig und so. Und dann haben wir gesagt, Beauty, komm mal, die Dresd. Aber ja. Ich glaube, wir haben ein Problem. Oh Gott! Nein! Schwer! Ich hätte erstmal die Plattform oben weghüpfen sollen. Oh my fucking goodness. Wenn ich jetzt springe, wir sind eigentlich gefickt. Das war's? Scheiße, jetzt muss ich wieder. Wie komme ich jetzt zurück zum Checkpoint? Das müssen wir rausfinden. Wir sind gefickt jetzt gerade. Momentan sind wir wirklich. Neustart! Gefickt! Okay. Eintritt, nee, abspringen, okay. 3, 2, 1. Okay, wir haben es im Griff. So. Okay, ja und jetzt? Warte. Da ist die Sonne, ich kann nicht. Lasse ganz gemütlich. Guck mal, du kannst jetzt von da bestimmt hoch auf den Brick springen, da oben links. Nein. Ich spring auf die Viecher jetzt. Nein, das ist scheiß Sonne, es geht einfach nicht. Ich glaube, wir müssen die Viecher überspringen. Wir müssen so lange, so weit wie möglich runterkommen lassen und dann im letzten Moment einfach abspringen. Dann rüberspringen. Okay. Bum, bum. Das gibt's doch nicht, ich flippe aus. Wir sind guck. Da meint mich an. Du bist irgendwie voll geistesabwesend, das gibt's nicht. Okay, minus 9. America, don't make me angry, bro. Okay, zack, zack. Alter, oh yeah. Ich hab noch nie was Lockeres gesehen wie diesen Sprung gerade eben. Aber gleich passiert irgendwas. Oh Gott, ich weiß es nicht, aber das kann nicht so einfach sein, dass man hier einfach runterspringt. Ich hab's gewusst, dass irgend so eine Scheiße jetzt. Ja, das wird. Ja! Hab ich es geschafft? Ja. Mary! No. Was? Wie kann man das verhindern? Nee, hey, ohne Witz. Einfach die Animation. Mary, okay. Scheiße. Das war jetzt einfach eine Animation. Wie soll man das jetzt ohne Witz? Das geht doch gar nicht. Ja, okay, man. Natürlich das Können des Warlins, ja. Ja! Au je. Hä? Guck mal kurz, ob du da rein kannst. Oh nein, komm schon! Guck, ja, spring trotzdem mal in die Schlange, vielleicht ist es ein Checkpoint, wenn du dran springst. Nee, hör auf, Mann! Da läuft die Animation und ich sterbe. Aber du musst mich dem. Nein. Checkpoint! Ach so, muss man. Ja, was wäre jetzt man passiert? An die Schlange. Wenn wir weitergesprungen wären, weil 100% irgendwas passiert, dass wir wieder sterben. Ich weiß nicht, warum hier alles auf Chinesisch. Das war's? Kann ich nicht sein. Ah, doch, hier. Ah. So. Achso, jetzt, Okay, tauschen wir gerade mal, ne? Okay, ist ziemlich einfach das Spiel. Scheiße! Komm, ich muss die Leute so richtig ärgern, oder? So, was jetzt macht das jetzt? Scheiße! Alter, war das ein Glück. Alter. Das bringt, glaube ich, auch mal dein Netz. Den mache ich einfach kaputt, Mensch. Aber wie soll ich in dem zweiten Jockelbockel da ausweichen? Der da kommt. Geh weg. Alter, der ist sogar kurz an dir angekommen und es hat einfach nichts gemacht. So, Depp. Oh yeah. Da. Oh. Alter, der Stern ist bestimmt gut und so, ich. Ach ja, vorhin bin ich auf den einen draufgesprungen und geht. Aber keine Problem. Das machen wir locker flockig vom Hocker. Kurz die Hohe richte. Wo kommt das denn jetzt her, meine Herren? Ja?
Was ist denn in dem mittleren Ding? Ach so. Einfach nur Münzen. Münzen bringen uns theoretisch gar nicht. Ich sehe hier keinen Counter oder irgendwas. Macht das Ding vielleicht das Ding kaputt? Nein. Es tötet mich. Boah, das ging mir mal, der Butzi Butzi. Oh Gott, der Stern kommt. Nee, doch nicht. Hat er da jetzt eine Beule bekommen? Nee. Kann man den vielleicht doch tot springen? Naja, wird kurz platt gedrückt, aber macht ihn anscheinend keinen. Jetzt lassen wir aber noch den Pilz mitwirken, ja? Bei der ganzen Geschichte. Meine Damen und Herren, ja? Ja, das ist vielleicht gar nicht so übel. Ja. Seid verkackt, da vorne kommt, ploppt jetzt ein Klotz auf oder irgendwas, dass du nicht springen kannst. Spring jetzt mal im Stein hoch. Wer ist ein Fragezeichen? Was glaubst du, das ist? Das kann nichts Gutes bedeuten. Ja. Du hast die Lava aktiviert. Alter! Bin die Lava und komm trotzdem raus! Ja. Achtung, runter. Scheiße, nein! Fuck, Mann, das gibt's doch gar nicht! Dann ist es eine sehr unangenehme Angelegenheit mit diesem kleinen Sternchen. Ist hier irgendwo noch. Oh, no! Jetzt überjumpen wir einfach. Gau! Er kommt einfach! Oh Gott! Scheiße! Okay. Alter, die ersten zwei Klötze sind fest, da sollten wir gut stehen bleiben. Die ersten zwei Klötzchen! Soll ich jetzt da durch? Ja, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Gibt's keine andere Möglichkeit, glaube ich. Achtung, tot. Victory! Weiter geht's. Starten wir mal das dritte Level. Wir haben jetzt schon minus 42. Also Fragezeichen haben mir in der Vergangenheit nie was Gutes bedeutet. Deswegen werde ich dieses Fragezeichen auch jetzt nicht nehmen. Aber vielleicht ja doch dieses Mal. Also wirklicherweise ist es jetzt ja gut. Na, okay. Aha! Wir stellen uns hier einen ganz anderen Rand. Springen, zack. So wird diese Ding hier schön gelöst. Und jetzt einfach rüberspringen, aber erstmal hier testen, ob hier wieder so ein Arschloch-Ding ist. Nein, das heißt, wir können hinüber. Sehr gut, ich würde noch auf Bildschirm machen, oder? Dann sieht man die Maus, ne? In der Aufnahme. Ne? Ich glaube, ich habe mich in die Scheiße geritten. Ne? Sehr schön. Oh Gott, hau ab! Legt. Okay, das heißt, er fällt direkt runter. Ich muss direkt aufs zweite springen. Achtung. Okay. Oh, das Spiel ist so krank, ey. Jetzt geht's los. So, Kinder. Jetzt. Geht die Party ab. Jetzt. Wo geht die Party ab? Hier geht die Party ab. Okay. Achtung. Schon berühre. Achtung. So machen jetzt die Pros. Achtung. Achtung, direkt aufs zweite. Und jetzt direkt auf. Was? Wollt ihr mich fahren? Ich kann mal direkt in den Krieg. Oh! Egal, Checkpoint, Alter, fick dich! Ich hab den Checkpoint! Oh Gott, bin ich müde. Müde, am Schwitzen, ja, Haare fettig wie Scheiße, aber Fortschritt. Diese Scheißdinger. Muss ich einen Doppeljump machen? So. Ja. Achtung, so wie. Kann ich die jetzt schon. Warte, ich versuch die jetzt. Achtung, genau, so. Wieder zurück. Aha, Ficker. Typisch Männer. Kuschel. Oh fuck. Oh. Nein! Das gibt's doch nicht, Alter. Die kleine dreckige Hure, ey. Das gibt's. Was muss ich jetzt machen? Ich hab's gerade wieder. Ich muss wieder zurück. Ja, okay. Vorsicht, da kommt eine Wahlkuh gefallen. Jetzt. Frau Toberkel. Der Robocop, was macht er da? Achtung, pass auf. Aha. Hat sogar gereicht. Wahrscheinlich müssen wir nur auf die Höhe. Okay. Achtung, ich warte jetzt, bis die Kuh weg ist. Achtung, Kuh. Vielleicht springt er. Oh, Gott sei Dank. Jetzt kommt die Kuh. Das sieht so leicht aus jetzt. Jetzt kommt die Kuh. Wieder. Aber genau, wenn ich jetzt rüberspringe, wahrscheinlich. Spring rüber. Genau die Kante und guck erstmal nach so einem Stein. Okay. Stacheln. Ja! Oh mein Gott! Was ist das für ein Sprung? Tot. Camping wings around. Sieht diese ganz vielversprechend aus. Aha. Woo! Alter, da war noch Platz, Reiter! War noch Platz frei! Okay. Okay, aber 73 Leben ist nichts.
Ja, allein schon wie viel Leben ein Menschenleben hat. Oh. Aha. Wo kam das denn her? Okay. Hey, kannst du da oben erstmal stehen, bis das Grüne wieder so nach rechts geht, dann kannst du mit dem Grünen mitlaufen. Und dann in der Arsch. Okay. Aber vorsichtig. Das schwebt schon gleich wieder auf, das ist scheiße. Ich will, dass diese gelben Plattformen landen. Ach du Scheiße. Vielleicht kannst du jetzt einfach durchrennen. Willst du versuchen? Runterfallen lassen. Ja, versuch, versuch. Nein! Aber guck mal, die, selbst wenn ich wieder ganz nach links laufe, ich glaube, das wird nicht reichen. Die würden mich trotzdem platt machen. Scheiße, Mann. Sehr knifflige Situation, das Ganze, ne? Nö. Nö. Ging in die Hose. Ja. Okay. We can do it. Jetzt? Sehr gut. Sind in die Hose? Ja. Puh. Jetzt habt ihr gesehen, wie man es nicht machen soll, ja? Versuche 80. Alle guten Dinge sind 80. Wer kennt das Sprichwort nicht? Zack. Hallo? Hey. Hä? Aber will mich das Ding verarschen? Das muss doch jetzt eigentlich da hin und her. Ich muss das so von der Seite anrempeln, oder? Oder richtig drauf. Ach, jetzt werde ich auch noch angerufen in der Aufnahme. Mensch! Nee. Wer ist das? Arschlässer. Ach, deine so. Schwester. Okay. Nicht für mir. Ah. Guck mal, dass du vielleicht das Level schaffst. Warte, was könnte man denn da machen? Ah! Was ist, wenn du... Ah ja. Bis jetzt sehr gut. Vielleicht kannst du vor und zurück, aber die kommen ja so geflogen, die machen ja alles kaputt. Die Frage ist, kann ich mich an dem kurz abstoßen und wieder hin auf die Plattform? Das wäre jetzt natürlich hilfreich zu wissen. Ich habe mir jetzt hier gerade so eine schöne Ding. Wenn ich jetzt hier an dem Stand hochspringe, schaffe ich vielleicht so eine Höhe, dass ich oben drüber oder irgendwie? Versuch. Obwohl, ich habe vorhin am Anfang hast du schon sowas ähnliches aus Versehen gehabt und dann habe ich es nicht trotzdem getroffen. Versuch mal vorhin wegzurennen, nach links wieder, bitte. Oh Gott, das kann man. Dann kommen die Scheißwix-Dinger. Nein! Okay, das geht aber nicht. Du kannst drüber springen, bestimmt. Die decken nämlich alles ab unten. Du musst drüber springen. Okay, cool. Jetzt Du musst die Eier wohl mitnehmen, nicht? Okay, okay. Zack. Das Ding wegschieße. Zack. 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 Ja klar, normalerweise geht's beim dritten Mal, aber jetzt musste ich einmal mehr. Wie das aussah. Okay, du schaffst es. Ging dir gut, ne? Hoffentlich habe ich voll Akku leer geht von der Kamera. Oh, fuck. Ja, ja, und jetzt? Eins. Jetzt kommt die Schaffung. Zwei. Ja. Achtung, drüber springen. Ja. 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 Achtung, Wahlkuh. Komm schon, bitte. Oh yeah. Kitschi. Bitch. Okay. Okay, wir haben Level 3. Haben wir erreicht, jetzt ist 4. Jetzt würde Level 4 kommen. Aber jetzt hängen wir erstmal hier durch die Kamera ans Ladegerät und gut, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge an dieser Stelle. Genau. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Yeah. Und beim nächsten Mal geht es weiter mit den nächsten zwei Leveln. Wir werden in Zukunft vielleicht öfters ein bisschen so random Shit machen, einfach so irgendwelche Flash-Games zocken. Genau. Und ja. Weil ihr nämlich auch so arg verängstigt seid von Outlast, deswegen dachten wir uns zwei Auflocker erwischt. Genau. So ein bisschen was neu machen. Aber es kommen auch noch andere da. Bum, bum, bum. Ciao, ciao. Genau. Ihr könnt ja Bescheid sagen, vielleicht in den Kommentaren, wie es euch gefallen hat. Und das war's. Ne? Ja, das war's. Okay. Alla. Ciao. Ciao.